Was geht, Freunde? Fortnite, die neuen Missionen sind da. Herzlich willkommen. Na? Leben im Teammodus länger als deine Gegner? Nee, das brauchen wir nicht. Das machen wir eh nicht. So. So, Platz 12 Team. Okay, das ist jetzt bescheuert. Naja, nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, die neuen Herausforderungen sind da. Moment, hier, füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu. 250 dürfte man sich hinkriegen irgendwann. Also wir machen irgendwann jedes Mal mit Spitzhacken irgendwelche Sachen und... Ja. Durchsuche tun bei Risky Reels. 7 Stück halt. Kriegt man schon hin. Verbrauche Sprungsteine, Äpfel oder Pilze. Das Ding ist, wenn wir Äpfel finden, dann finden wir so oder so 5 Äpfel oder so in einem Stück. Ist das also eigentlich auch nicht schwierig. Das kriegt man so oder so irgendwann hin, bestimmt. Wir können ja gucken, wo die auch ungefähr spawnen und so. Das ist ja kein Stress. Spielfelder, ein Tor. Ich weiß, wo die Spielfelder sind. Folge der Schatzkarte aus Pleasant Park. Ich habe leider den Schatz nicht gesucht. Scheiße, ich habe jetzt echt wirklich nur nach den Spielfeldern gesucht. Gut, und dann sind es halt nur noch Kills. Fertig. Kills mit Sturmgewehr 5 und Shifty Chefs. Das ist eigentlich echt nicht schwierig. Ja, Schatzkarte muss ich dann nochmal gucken. Aber ist jetzt auch erstmal egal, meine Damen und Herren. Ich will auf jeden Fall, warum? Ach, dieser Freeze, ne? Das ist so ein geiler Freeze. So bescheuert einfach nur. Es tut mir leid. So. Ja, ich nehme auch immer extra neu auf, weil ich habe immer Angst, dass das aussynchron wird, weil das schon mal passiert ist und ja, das möchte ich einfach nicht nochmal. Gut, Jungs, nö, das wird klar sein, dass wir jetzt hier auf jeden Fall das mit den Spielfeldern erstmal machen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf die Spielfelder und dann gucken wir nach den Schatz. Okay, so. Und ich konzentriere mich noch darauf, mit Spitzhacke ein bisschen Schaden zu machen. Vielleicht machen wir auch ein bisschen mit der Spitzhacke was, ne? Weiß ich nicht. 250 Schaden ist schon ziemlich viel. Also ich denke mal, das wird... bei Duo könnte das ein bisschen leichter werden. Bei Solo ist das natürlich immer so eine andere Geschichte. Bei Duo kannst du den ja bei niedergestreckt, kannst du den ja einfach mit der Spitzhacke abhauen. Beziehungsweise was für abhauen, du kannst ihn dann Schaden machen. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Stadion. Hier ist ein Stadion, wie ihr seht. Hier ist ein Stadion. Hier ist sogar ein Stadion, soweit ich weiß. Dann ist hier sogar ein Stadion. Ich glaube, Retail Row auch. Man muss bei 5 verschiedenen Plätzen machen. Und ich gehe jetzt erstmal hier in diesen Platz hin, weil ich glaube, das könnte der Platz sein, wo was, ja, wo es am schwierigsten sein könnte. Es gibt 7 verschiedene, das heißt, wir müssten nicht mal hin, aber ich weiß jetzt gerade nicht die anderen, deswegen. Und das ist auch der schwierigste von allen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und dann können wir auch direkt zu Pleasant Park und direkt danach auch noch hier hin. Da haben wir schon mal 3 geschafft. Ja. Und ich glaube, wir schaffen es noch nicht mal bis dahin. Aber hier sind schon mal Sprungsteine, also... Die Aufgabe hätten wir schon mal erfüllt. Alter, jetzt geht er hoch, Mensch. Ich verbrauche jetzt einfach so viele wie möglich. Das sind ja eh 4 hier. Ist ja eine Waffe. Okay, das ist eine Schrotflinte. Hier sind ja eh wahrscheinlich welche gelandet, das ist das Ding. Wir haben eigentlich sogar einen Vorteil, wenn wir hier mit diesem Sprungstein hingekommen sind. Und hier ist direkt der blaue.
Ein HP, Alter. Und ich brauche auf jeden Fall das Sturmgewehr. Mit dem Sturmgewehr müssen wir 5 Kills, glaube ich, machen, ne? Und wie schießt man hier genau ein Tor? Ah, hier. Okay. Yeah, ich habe ein Tor gemacht. Okay, es ist nichts Krasses oder so, klar. Ne, versteht sich, aber... Wir haben auf jeden Fall schon mal hier bei diesem Gebiet auf jeden Fall eins gemacht. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig gesehen, dieses Gebiet hier. Ich bin dann einmal hingegangen und dann nie wieder. Schöne Gegend, oder? Muss man ehrlich sagen. Muss man wirklich sagen. Also, echt eine schöne Gegend, finde ich. So. Sturmgewehr-Kills. Das sind richtig leckere Sachen, aber brauchen wir alles leider nicht. Ich bräuchte vielleicht Materialien oder sowas, oder? Oder das hier. Also das ist schon mal... Also kleine Tränke sind immer besser als Verbände. Ist einfach so. So, und jetzt haben wir hier auch noch einen Bus. Auf dem Bus... Ach, was laber ich da? Auf dem Bus haben wir so einen großen Schildtrank. Und das ist mega nice, Jungs. Dann nehme ich das auf jeden Fall noch mit. Eigentlich würde ich das Sturmgewehr ja auch eigentlich wegtun und so alles, ne? Ist ja ganz klar. Aber... wir brauchen das jetzt einfach. Und wir sollten eigentlich längst schon weitergehen. Wir sollten eigentlich schon längst weitergehen. Wisst ihr was? Wir scheißen jetzt ganz genau genüsslich drauf. Auf die Zone. Und gehen zum Pleasant Park. Ich habe eh keine Materialien. Also hier ist das, das ist eigentlich echt verloren schon. Wobei, das schaffen wir trotzdem. Dürfte man trotzdem sogar schaffen. Ich will aber ein Tor schießen noch bei Pleasant Park und dann, sehen wir mal weiter. Hier, bis dahin schaffen wir es so oder so nicht. Hätte ich Verbände mitgenommen, dann hätte ich mich voll heilen können die ganze Zeit. Vielleicht finden wir aber auch ein Medikit. Das wäre natürlich sehr optimal. Aber alles, was ich jetzt hoffe, ist einfach wirklich... hier einfach ein Tor noch zu schießen. Da haben wir jetzt auch noch bei Pleasant Park ein Tor geschossen. Ist hier überhaupt noch ein Ball? Spawnt der neu? Na gut. So, direkt ein Tor schießen. Let's go. Zack, Alter. Bitches. Okay. Wollte schon sagen. Wir warten das. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Schaffen wir das überhaupt bis dahin? Ja, wir dürften aber ziemlich viel verlieren. Oder vielleicht gar nicht mal so krass viel. Dürften wir eigentlich locker schaffen bis dahin, oder nicht? Müssten über den See. Und das ist natürlich jetzt ein problematisch. Das ist richtig problematisch. Über den See dürfen wir nicht gehen. Das ist das Problem. Da sind wir nicht geschützt. Ja, aber guck mal, ich hab ein Lagerfeuer eigentlich. Stimmt, Alter, wir haben es safe. Wir haben das so gut wie safe.
Ich habe ein Lagerfeuer. Was will ich mit dem Medikit, Alter? Ich heile mich dann hier sowas von in der Zone. Brauchen wir noch nicht mal wirklich. Wobei brauchen wir schon, wir haben 75 nur. Und dann, wie ihr seht, wir sind sogar in der Zone. Wir haben 2 Tore geschossen und sind noch in der Zone. Easy. Warum mache ich mir überhaupt so viele Gedanken? So, aber jetzt Spitzhackenschaden zu machen, das könnte jetzt ein bisschen sein, ne? So. Alles, was ich will, ist jetzt einfach nur ein paar Sturmgewehr-Kills. Oder vielleicht noch irgendwo anders. Okay, hier in der Richtung sind, glaube ich, keine Fußballfelder. Und da ist sogar ein Loot-Drop. Wollen wir zum Loot-Drop? Yes, natürlich, wir müssen zum Loot-Drop. Also Sturmgewehr ist easy. Ja, Sturmgewehr-Kills, wenn ich wirklich erstmal die Scar hätte, wäre das schon ein bisschen leichter. Und wo ist der Loot-Drop hin? Na gut, hier. Das wird hier bei ihm sein. Bei das die Devote habe ich schon welche gesehen. Ach komm, Alter. So, was haben wir erreicht? Wir haben 2 Tore geschossen, ne? Glaube ich. Ja, passt doch schon mal. Passt schon mal soweit. Ist doch okay. So. Eliminiere Gegner mit der Schrotflinte. Stimmt, da. Stimmt, Alter. Das ist ja auch eine Herausforderung. Auftrag abbrechen. Alter, was sind das für Scheißaufträge, Mann? Immer mit diesem Teamzeug. Ich will keine Herausforderung im Team, Alter. Das ist ja bescheuert. Aber die Shotgun-Kills, die kriegt man hin, Jungs. Also, easy, easy going, easy going. Wenn wir wirklich nur auf die Kills gehen, dann wissen wir ja schon, was wir machen. Ich gehe ja gar nicht auf die Kills. Ich will eigentlich mehr oder weniger die Fußballfelder. Ja? Soweit ich weiß, war hier jetzt. Hier ist jetzt problematisch. Flash Factory wäre jetzt vielleicht optimal. So. Dann wüsste ich jetzt aber nicht weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei Risky Reels noch ein. Ich glaube, bei Retail Rover auch eins. Und bei Fatal Fields. Glaube ich. Also, das war, glaube ich, jetzt disoptimal. Einzige, was wir machen könnten, ist von Flash Factory. Aber haben wir ja trotzdem noch 2 verschiedene. Ne? Also da jetzt rauszugehen, das könnt ihr vergessen. Das funktioniert, wird nie und nimmer funktionieren. Ich glaube, Shifty Chefs wäre jetzt vielleicht am besten, wenn wir da hingehen, oder? Oder nee? Nee, Flash Factory. Wir machen erstmal unsere normalen Quests, okay, Jungs? Ganz einfach. Und dann gehen wir zu Shifty Chefs rüber.
Naja, das ist halt erst unser drittes Goal. Wenn wir da irgendwie hinkriegen, bis dahin zu laufen, das wäre schon mal sehr, sehr gut. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass die Safe Zone da mitspielt. Okay, Flasche Factory, ich komme. Wo ist denn hier das Tor? Wo ist denn hier überhaupt ein Fußballplatz? Könnte man hier überhaupt denn ein Tor schießen? Wo kann man denn hier ein Tor schießen, bitte? Also das Sturmgewehr braucht man. Für Sturmgewehrkills, ne? Versteht sich. Wo ist hier das Fußballfeld? Also mir wurde hier gesagt, dass es hier ein Fußballfeld gibt. Wo denn bitte? Also, es wurde hier markiert auf der einen Karte da. Okay. Vielleicht ist es in der Halle irgendwo drin, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die hier was neu gebaut und die Disco hier ersetzt oder so, ich habe keine Ahnung. Hä, wo ist denn hier das Fußballfeld, bitte? Okay, das... Hä? Das verwirrt mich jetzt wirklich. Ist hier vielleicht irgendwo eins? Ah, hier ist ein Ball. Okay. Wo ist das Tor? Ist das das Tor? Ja, ich denke mal, das wird das Tor sein. Fuck, ich muss aber auch das Tor schießen jetzt. Ja, es zählt als Tor. Ist das bescheuert, Alter? What the fuck? Ist das dumm? Hä, aber guck mal, die Safe Zone ist bei uns. Das heißt, wir könnten bis dahin sogar kommen. Okay, machen wir das. Und diese Waffe brauchen wir nicht, weil wir haben hier diese Waffe und diese hier. Easy. Ja, wo müssen wir denn, wo können wir denn noch hin? Ich weiß gar nicht, ob bei Greasy Grove auch noch was gab, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel, dorthin. Das ist, da ist nämlich das zweite Tor, beziehungsweise, ja. Da kannst du,
Da können wir unser zweites Tor machen, aber wo das letzte Tor sein. Ja, wir können zu Risky Wheels gehen. Dann machen wir, spielen wir halt noch eine Runde und dann gehen wir zu Risky Wheels. Und dann haben wir es schon. Dann haben wir das mit diesen Toren und dann holen wir uns den Schatz. Wie immer. Und hier können wir sogar noch. Nice. Pilze fressen. Geil. Wir müssen ja auch Truhen bei Risky Wheels öffnen, ne? Das heißt, wir müssen da so oder so hin. Und da sieht mal einer an, was hier ist. Und sogar noch ein besseres Sturmgewehr. Was das jetzt hier verrotten lässt. Das lässt alles hier verrotten und das ist doch super. Ich will doch einfach nur hier irgendwie zu... Irgendwie zu hier hin. Ich will doch nur so schnell wie möglich dahin. Und das wird ein richtig langer Weg. Ein richtig langer Weg. Da, 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 da. Ein richtig langer Weg. Das will ich hoffen. Da, 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 da. Was will ich hoffen? Da la la. Was für hoffen, Alter? Ich will gar nichts hoffen. Und hier guck mal, was hier ist. Brauch aber keine Sniper. Also wenn wir wirklich nur auf Kills aus sind, dann wisst ihr ja, Tilde Towers oder so. Easy. Chef, die Chefs müsste ich ja immer noch welche umbringen, ne? Na komm, es juckt mich nicht so krass. Ich glaube, bei Greasy Grove gab es aber auch, glaube ich, ein Spielfeld. Bin mir aber nicht sicher. Aber hier sind leider schon welche. Das ist jetzt das Problem, das meine ich. Hier ist halt schon einer. Und ich weiß halt nicht, ob hier wirklich ein Tor ist. Das ist nicht. Also ich habe... gar keine so krasse Erinnerung. Und ja, die Leute von hier. So. Ja, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob diese Leute hier. Ja, die Leute, die hier jetzt sind, die müssen jetzt eh raus. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall da ins Fußballstadion. Aber scheinbar campt hier einer, Alter. Was ist denn das für ein Loser? Ja, da campen die. Ja, und er schießt mich jetzt gleich ab. Oder? Ich hab ein Tor geschafft. Ja, was ist denn das für eine Muschi, Alter? Hurenmuschi, Alter. Fotze. Richtige Hurencamper-Fotze, Alter. Richtiger Hurensohn. Okay, nur noch ein Tor. Risky Wheels. Und ich glaube, da müssen wir auch Truhen durchsuchen, oder? Ja, durchsuche Truhen bei Risky Wheels. Da müssen wir auch noch Truhen durchsuchen. Das wird ein Spaß. Das
werden ja so viele Leute da hingehen. Da werden so viele Leute hingehen. Das ist... Aber ich habe keine Ahnung, wo noch ein weiteres Tor ist. Ich weiß nicht, ob bei Retail Row auch ein Tor ist. Keine Ahnung, wir müssen eh nach Risky Reels. Von dem her, so oder so. Schatztruhen müssen wir da 7 Stück sammeln. Also, das ist ja schon mal klar. Sollte eigentlich klar sein. Okay, da. Sturmgewehr Kills werden so schwierig sein. Oder nicht. Wir werden so schwierig sein. Oder nicht. Hier tryharden jeder zweite Kugelfisch. Aber sobald wir diese Woche geschafft haben, haben wir diesen geheimen Legendary Skin. Damit bin ich sehr zufrieden. Das wird auf jeden Fall mega nice. Da bin ich mega gespannt, was das für ein Skin ist. Yeah. Aber so müssen wir halt alle 7 schaffen. Und ich habe, wenn ich jetzt zu Risky Reels gehe, und ich glaube, das wird jetzt eine richtig scheiß Entscheidung sein. Weil, seht ihr schon selbst. Wenn wir irgendwie das schaffen, das Tor zu schießen, bin ich sehr zufrieden. Und ich weiß auch gar nicht, wo der Schatz ist. Also den Schatz können wir auch danach im Anschluss direkt machen. Feeling like a rockstar. So, und jetzt machen wir das auf die geballte Art hier. Zack, Alter. Ich will nur ein Tor schießen, Jungs. Also bitte nicht töten. Das war nämlich hier in diesem Haus. Hier ist ein Tor möglich. Da ist eine Truhe. Alter, wie viele Leute hier hingehen. Egal, ich mache hier Spitzhagenschaden. Alter, wo ist denn hier das Tor? Wo war denn hier der Ball? Was ist das so ab hier? Okay, wir haben aber Spitzhagenschaden gemacht. Wie viel Schaden haben wir gemacht? 40? Ja, 40. Also selbst wenn wir nichts kriegen, haben wir was. Also selbst wenn wir gar keine Waffe haben.